Und deswegen bin ich mir sicher, dass ich nicht alleine bin. Aber ich wollte einfach mal meine Gedanken teilen. Also falls du das siehst, es war nicht nice. Das Bett ist huge. Ich lag nämlich eben noch kurz draußen, wollte mich ein bisschen tannen, aber mit Make-up im Gesicht zu tannen, ist ja wirklich die dümmste Idee. Und so sieht mein Porridge jetzt aus. Ich nehme mal super viele Heidelbeeren. Ich habe das Gefühl, es verändert sich. Egal, ob man es will oder nicht, aber die Freundschaft verändert sich. Mach mir Are You The One an und dann sortieren wir mal die ersten Schubladen meiner Kommode. Guten Morgen, Leute, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle hyped for this Vlog. Ich brauche einen Q-Tipp. Ich habe überlegt, ich starte ganz spontan den Vlog. Wir haben jetzt 10:45 und ich habe heute ein bisschen länger geschlafen, weil Nada mich die Nacht so auf Trab gehalten hat. Es ist nicht mehr normal, was gerade bei ihr abgeht. Ich habe das Gefühl, das liegt an ihren Tagen, weil sie kann auf jeden Fall durchschlafen. Also ob sie wirklich die ganze Zeit schläft, weiß ich nicht, aber sie ist leise und sie wartet, bis wir aufstehen und dann ist alles gut. Aber jetzt zur Zeit fällt ihr das extrem schwer und sie fängt nachts immer an, richtig Krach zu machen und auch zu bellen. Und das hat sie vorher nie gemacht und das ist auch wirklich sehr nervig. Das muss man halt auch einfach sagen. Weil ich stelle mir coolere Sachen vor, als um 3 Uhr nachts von seinem Hund mit lautem Bellen geweckt zu werden. Und dann nochmal rausgehen zu müssen, weil sie ja sonst einfach in ihr Häuschen macht. Es ist kein Häuschen, in ihren Käfig macht. Ja, aber it is what it is. Deswegen habe ich aber heute nicht so gut geschlafen. Ich muss mal gucken, ob ich da eine Lösung finde, dass sie halt irgendwie ein bisschen, dass sie halt irgendwie aufhört, nachts so wach zu werden und irgendwie so. Ich weiß gar nicht, was sie will, weil irgendwie will sie nicht richtig auf Toilette, weil ich war mit ihr unten und das war jetzt nicht so, dass es direkt rauskam. Weil ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie einfach nur beschäftigt werden will und Aufmerksamkeit will. Weil sie halt auch wirklich dann so gegen den Korb springt und dann so rumkratzt und dann innen drin anfängt rumzuspielen. Ich verstehe das, wenn der Hund zum Beispiel nicht ausgepowert wäre, aber sie ist ausgepowert und vor allem hat es ja sonst eigentlich immer geklappt. Das waren jetzt so die letzten 2, 3 Nächte und sonst ist es nie vorgekommen. Deswegen wundert es uns ein bisschen. Ich merke schon, mein Make-up heute wird nicht so meins, beziehungsweise nicht so mein Favorite sein. Kennt ihr das? Ihr macht euch ready und ihr fühlt euch so richtig, also ihr fühlt euch so, wenn ihr die Pinsel benutzt, so richtig eklig, weil ihr wisst, diese Pinsel wurden seit gefühlten 4 Jahren nicht mehr gewaschen und ihr habt das Gefühl, ihr spürt, dass eure Pickel rauskommen. Ja. So ein Make-up-Day ist heute. Das hier ist übrigens die Current Situation. Das sind übrigens nur Q-Tipps für mein Augen-Make-up. Also nicht aus meinen Ohren. Denkt das nicht. Ja, mache ich immer meinen Augenbrauenstift und Pinsel sauber. Dann haben wir hier noch jede Menge rumliegen, auch wieder, um meine Pinsel zu reinigen, wenn da irgendwie was dran ist. Hier habe ich meinen Haarentferner noch liegen, den ich mit euch noch austesten wollte. Und ja, das muss heute alles auf jeden Fall gefixt werden. Aber vorher eine kleine Recommendation. Und zwar benutze ich seit kurzem diesen 24-Stunden-Brown-Setter. Brown-Setter, genau. Brow-Setter von Benefit. Und mit dem forme ich immer so ein bisschen meine Augenbrauen. Und falls ihr struggelt, dass eure Augenbrauen in Form bleiben und falls ihr die noch so ein bisschen formen wollt. Ich weiß, es gibt von Gatsby auch so einen Kleber, aber ich habe den noch nicht benutzt. Aber ich kann euch den auf jeden Fall empfehlen, weil der macht so richtig schöne Augenbrauen. Ich mache das immer so, ich kämme die vorne einfach immer so ein bisschen nach oben. Und ihr seht, die sind eigentlich so lang, meine Augenbrauenhaare. Und dann kämme ich die hier aber wieder runter. Und jetzt habe ich hier so ein kleines Loch, das war nicht geplant. Und hier hinten kämme ich die auch einfach so ein bisschen hoch. Aber dadurch, dass der Kleber da jetzt drauf ist, muss ich da gleich nochmal rüber gehen. Oh, das ist irgendwie ein kleiner Fail. Ja, hier kämme ich es auch hoch. Die Augenbraue hat auf jeden Fall viel, viel besser funktioniert. Und hier kämme ich es ein bisschen runter. Hier kämme ich es wieder ein bisschen hoch. Also ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Das müsst ihr natürlich nach eurer Augenbrauenform so ein bisschen bestimmen. Aber ich mag den sehr, 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 sehr gerne, dass die Augenbrauen da bleiben, wo ihr sie dann auch hintut. Ja, und das trocknet auch relativ schnell. Ich muss jetzt nur noch mal mit meinem Puder drüber. Ja, that's what I'm talking about. So sieht das Ganze von Nahem aus. Also mit der Augenbraue bin ich heute allgemein nicht so zufrieden. Mit der eigentlich auch nicht, weil jetzt habe ich hier so ein bisschen viel Kleber. Aber normalerweise bekomme ich es gut hin. Das war jetzt einfach nur der Vorführeffekt. Was heute aber auf jeden Fall mein Plan ist, ist meine ganze Wohnung ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Heute ist nämlich nichts Wichtiges, was ansteht. Ich werde euch nachher mein Bett zeigen, beziehungsweise gleich. Ich habe jetzt endlich mein neues Bett und ich gebe euch auch ein kleines Storytime
wie es dazu kam, dass ich dieses Bett habe, weil das hängt mit einer Person von euch zusammen, weswegen ich sehr happy bin und sehr dankbar. Dann werden wir meinen Schminktisch aufräumen. Der sieht, ihr habt es eben gesehen, sehr schrecklich aus. Plus, ich werde meine Kommode umräumen. Also die weißen Kommoden von IKEA kommen dann endlich mal in die braune, damit meine Eltern die weißen abholen können. Und ich muss noch ein bisschen das Wohnzimmer aufräumen, weil das ist auch ein bisschen messy. Da liegt noch sehr viel Wäsche, was gemacht werden muss. Ich muss auch noch eine neue Waschmaschine anmachen. Und ja, das ist der Plan für diesen Vlog. Das wird so ein kleiner Cleaning-slash-Declutter-Vlog. Bevor es jetzt losgeht mit Aufräumen und dem Storytime, wie ich zu meinem tollen neuen Bett kam und bevor ich auch erstmal was esse, weil ich habe super viel Hunger, zeige ich euch mal das Prachtexemplar. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das Bett ist huge. Also das ist so groß. Ihr seht, es füllt eigentlich die komplette Wand aus. Es ist 2,20 Meter mal 2,20 Meter, meine ich. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Die Matratze ist auf jeden Fall 1,80 Meter mal 2 Meter breit und ihr könnt ungefähr sehen, dass da auf jeden Fall nochmal ein großes Stück dazu kommt. Hier ist Autosladekabel und seine Flasche, die er nicht wegräumt, lieben wir. Und da haben wir noch ein Handtuch drunter gelegt, weil das da kurz geratscht hat. Das muss ich auch noch wegräumen, aber ich bekomme das Bett alleine nicht hochgehoben. Und ihr seht, es hat eben vorne auch diesen Frame und hier hinten eben auch. Und ihr wisst, mein Traumbett war immer ein Softframe-Bett und ich bin so happy, dass ich das jetzt habe. Es gibt super viele Brands, die Softframe-Betten anbieten, aber sehr wenige liefern nur nach Deutschland. Und ich bin sehr happy, dass ich dank einer Person aus meiner Community dieses Bett bekommen habe. Wir haben das am Wochenende aufgebaut und der Struggle ist, dass es halt bei diesen englischen Größen andere Matratzengrößen gibt. Und deswegen haben wir auch das ganz große genommen, weil da ist es die normale 1,80 mal 2 Meter Größe. Und da haben wir diese Matratze ausgewählt. Die ist nämlich von Emma Matratze. Und ich habe das schon bei super vielen in der Story gesehen und super viele haben die empfohlen. Und ich dachte mir, jetzt, wo ich sowieso ein neues Bett habe, probiere ich die mal aus. Und ich sage euch, wie es ist. Das ist die beste Matratze, die ich hier hatte. Ich habe mich ein bisschen auf der Emma-Website umgeschaut und wir haben schlussendlich für die Emma 25 Hybrid-Matratze entschieden. Und das ist ein Premium-Modell. Und das Gute bei der ist, dass sie so verschiedene Lagen hat. Und das Gute daran ist, dass es so ein bisschen orthopädisch auch getestet wurde, dass es perfekt für den Körper ist, dass ihr keine Rückenschmerzen bekommt, dass ihr perfekt darauf liegt und dass es atmungsaktiv ist und dass ihr einfach so das beste Schlaferlebnis habt. Ich kann euch sagen, diese Matratze ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Wir haben uns das Ganze auch so ein bisschen im Set bestellt. Wir haben uns nämlich von Emma Matratze auch noch 3 Kissen bestellt, weil wir auch mit der Matratze so zufrieden sind. Und deswegen haben wir einfach alles von da bestellt, weil wir halt einfach obsessed sind. Was uns mega wichtig war, ist, dass wir die Matratze auch einfach testen können. Falls wir sagen, okay, die Matratze ist doch nicht so gut für uns, wir wollen uns doch eher eine andere bestellen, das Modell gefällt uns nicht so gut oder es ist doch nicht so comfy, wie wir dachten, dann habt ihr bei Emma Matratze 100 Nächte Probe schlafen. Das heißt, ihr könnt immer noch bis zu 100 Nächten sagen, okay, es war ganz cool, aber irgendwie hat es mir doch nicht so gefallen. Das heißt, ihr könnt sozusagen 100 Nächte drüber schlafen, ob euch diese Matratze wirklich zusagt. Und dann wird sie auch kostenlos wieder abgeholt und sie wird euch auch kostenlos zugeschickt. Also der Versand ist komplett frei für euch. Und das Beste ist, dass dieser Bezug, den ihr seht, den ihr auch hier mit einem Reißverschluss auf- und zumachen könnt, dass ihr den auch waschen könnt. Also falls ihr mal kleckert oder das Gefühl habt, ihr wollt es einfach mal reinigen, weil es ein bisschen hygienischer ist, dann könnt ihr es einfach abziehen und waschen und dann einfach wieder drauf machen und dann ist es wie neu. Und was ich auch mega wichtig finde, ihr habt ganze 10 Jahre lang Garantie auf den Matratzenkern. Das heißt, falls irgendwas passiert, könnt ihr einfach Emma Matratze kontaktieren und ihr bekommt eine neue Matratze. Also falls ihr gerade sowieso auf der Suche seid nach einer neuen Matratze oder demnächst eh eine neue braucht, ich kann die euch sehr, sehr gut empfehlen. Und das Beste ist, dass es bei Emma Matratze auf der Website immer mal wieder richtig nice Rabattaktionen gibt. Und falls ihr wisst, okay, ich brauche in den nächsten Monaten auf jeden Fall neue Kissen, eine neue Matratze oder whatever, könnt ihr gerne meinen Code benutzen. Anso, damit spart ihr nämlich nochmal 5% on top, egal ob auf die Rabattaktion oder einfach so. Und das ist für die nächsten 6 Monate lang gültig in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Also egal, woher ihr kommt, ihr könnt euch so ein Prachtstück bestellen. Und falls ihr euch jetzt fragt, Anso, wo ist eigentlich der Bezug dafür? Ja, wir haben die letzten 3 Tage einfach den alten Topper von meinem alten Bett hier draufgelegt und haben extra was runtergelegt, weil der lag draußen und der war ein bisschen schmutzig und ich wollte nicht, dass die Matratze schmutzig wird. Und ja, wir warten jetzt die ganze Zeit auf die Bettlaken von IKEA, die irgendwie einfach nicht ankommen, weil das ist ja eine Nummer größer als mein altes Bett und deswegen passen die alten Laken nicht mehr. Und ich habe mir auch neue Bettwäsche bestellt. Es gibt bei H&M so richtig, richtig schöne Bettwäsche. Ich zeige die euch mal, wenn die bei mir ankommt. Ich wurde auch super oft nach der gefragt. Und deswegen sieht das jetzt so aus, ich muss nachher mit meinen Eltern den Topper hier wieder drauf tun, weil der ist
Muchos Schweros und den kriege ich hier nicht alleine drauf. Gestern wurde ich, by the way, gescammt. Ich werde es heute auch noch auf Insta erzählen. Ich habe nämlich mein altes Bett unten in den Hausflur gestellt und das sollte sich Mädchen angucken und im besten Fall auch mitnehmen. Sie hat mir eigentlich auch zugesagt, dass sie es wahrscheinlich zu 100% mitnehmen wird. Außer wenn ich natürlich jetzt irgendwie ein riesen Loch oder Fleck verheimlicht hätte, dann würde ich auch verstehen, wenn sie es nicht mitnimmt. Aber sie hat gesagt, sie wird es mitnehmen. Sie hat frei, sie bucht sich einen Transporter. Sie hat mich auch nach Rechnungen und allem gefragt. Sie hat nach super vielen Sachen gefragt, weswegen ich halt dachte, das sei seriös. Und dann habe ich extra meine Mama angerufen, dass sie vorbeikommt, damit... Also ich bin immer so ein bisschen skeptisch, egal wie real der Insta-Account aussieht oder egal wie real dieses ganze Gespräch war, diese ganze Konversation, bin ich immer noch so ein bisschen, wer weiß, wer dahinter steckt und wer weiß, ob es nicht irgendein creepy man ist oder... whatever. Und deswegen wollte ich, dass meine Mama oder Arthur oder mein Papa hier ist und meine Mama hatte Zeit. Und wir sollten uns um 14 Uhr hier treffen und es war 3:15. Da war ich so das letzte Mal so, okay, das wird nichts mehr. Wir haben nämlich mit Nala unten gewartet und wir waren wirklich so, meine Mama war die ganze Zeit so, die wird nicht kommen. Und ich hatte auch diese Intuition, aber ich war so, warum denkst du so schlecht? Weil wenn du so schlecht denkst, wird es auch so passieren. Und deswegen habe ich so die ganze Zeit versucht, diesen schlechten Gedanken nicht zuzulassen. Und ich habe die ganze Zeit mir eingeredet, dieses Mädchen wird kommen. Dieses Mädchen kam nie. Und ich weiß gar nicht, ob sie bis jetzt meine Nachricht gelesen hat. Das finde ich sehr interessant, das mal zu wissen. Ich werde sie auch auf jeden Fall blockieren. Ich wollte ihr aber erstmal so die Möglichkeit geben, dass sie sich so rechtfertigen kann. Falls vielleicht doch irgendwas dazwischen kam. Aber ich habe ihr... 2:10 geschrieben, wir sind ab jetzt vor der Tür, damit sie auch nicht irgendwie denkt, dass sie an der falschen Adresse ist. Und dann habe ich ihr 2:10 geschrieben, wo seid ihr denn? Und dann habe ich irgendwann nochmal was geschrieben und ich habe dann so geschrieben, das ist einfach so unnötig. Und meine Mama so, zieht es zurück. Das ist unnötig an so, lass dir nicht anmerken, dass es dich stört. Und ich war so, es stört mich aber, weil ich denke mir, warum kann man nicht einfach absagen? Warum, was ist so schwer daran, einfach, selbst wenn sie am gleichen Tag absagt, manchmal kommen Dinge dazwischen, für die keiner was kann. Und ich bin die letzte Person, die deswegen dann extrem böse ist oder so ist. Oh mein Gott, warum sagst du nicht früher Bescheid? So, wenn sie es an dem Tag ergeben hat, dann bin ich auch nicht böse. Oder wenn sie ein paar Tage vorher abgesagt hätte, dann ist es auch kein Problem. Wenn du das Bett nicht haben willst, dann sag es einfach. Aber sowas finde ich halt einfach so unverschämt und ich finde es so unkorrekt. Und ich denke mir... wieso ist man so? Und ich war gestern dann einfach auch so down deswegen, weil ich so war, warum macht man sowas? Ich will nicht sagen, dass ich ein guter Mensch bin, aber so eine Sache würde bei mir halt nicht passieren. Da kann ich zu 100% für mich einstehen. Ich hätte entweder abgesagt oder wäre gekommen oder hätte die Nachrichten, also sie hat ja die Nachrichten nicht mehr gelesen. So, oder halt extra nicht gelesen, wer weiß. Vielleicht kommt auch noch eine Rechtfertigung, deswegen blockiere ich sie auch noch nicht. Vielleicht hat es wirklich irgendwas passiert, was ich im Nachhinein dann auch nachvollziehen kann. Deswegen will ich ihr die Chance geben, sich zu erklären. Und ich bin einfach nur froh, dass ich nicht den krassesten Aufwand habe. Also es war schon Aufwand, weil mein Papa extra am Sonntag hierher gekommen ist, obwohl ich... eine Stunde später schon zu meinen Eltern gefahren bin, hat mit mir das Bett für eine halbe Stunde darunter gehievt mit so einem komischen Brett. Und dann haben wir es unten hingestellt und meine Nachbarn sind wahrscheinlich auch nicht amused, dass da ein Bett einfach im Flur steht. Und vor allem stand ja mein neues Bett, was mittlerweile schon endlich da ist, stand da ja auch die ganze Zeit rum, bis Arthur das hochbringen konnte, weil das einfach auch so maximal schwer war. Und ich hatte an sich nicht den krassesten Aufwand. Ich muss jetzt das Bett heute mit meinen Eltern, die morgen in den Urlaub fliegen, wieder hier hochbringen. Und halt gestern nur fast eine Stunde warten, in der ich auch hätte andere Sachen machen können. Aber trotzdem ist es halt einfach so, man plant sich das ein. Und ich finde es einfach unkorrekt. Ja, also falls du das siehst, es war nicht nice. Bin ich gerade dabei, mein Late Breakfast zu machen. Ich habe gestern schon mein Porridge gegessen. Und ich mache es mir heute wieder. Haferflocken, Wasser, Honig und dann einfach nur noch Toppings. Aber das ist so mein Basic Porridge, was ich aber einfach liebe. Und so sieht mein Porridge jetzt aus. Ich nehme immer super viele Heidelbeeren und immer ein bisschen Erdnussmus. Und ja, das gönne ich mir jetzt und gucke dabei die neuen Folgen von Are You The One. Ich habe gerade gesehen, ich habe das nicht so schön in die Schüssel gegeben, aber es ist eine 10 von 10. Bei mir kamen gerade 2 Pakete an und wie ihr sehen könnt, das eine habe ich schon ausgepackt, weil ich konnte nicht mehr warten. Wir unboxen jetzt einfach mal... das kleine Paket. Das andere ist ein Adventskalender, den zeige ich euch in meinem nächsten Vlog. Der ist sehr, sehr cool. Und dieses Paket hier, ich habe mich, by the way, umgezogen. Ich werde mich auch gleich erstmal abschminken, weil es ist viel zu warm für Make-up. Also wir haben hier, das ist der Inhalt. Hey, beautiful. Ah, ich habe von Browlie
was zugeschickt bekommen. Ich habe das euch schon öfter gezeigt. Ich bestelle das nämlich manchmal auf Purish. Und zwar einmal diesen Soap Booster. Den kann man so aktivieren mit diesem Spray. Und dann kann man seine Augenbrauen so richtig gut hochbürsten. Und das andere ist ein Brow Brush in der Farbe Braun. Ah, und das Ganze gibt es jetzt auch noch mit Farbe. Sieht sehr dunkel aus, aber dadurch, weil es ja noch so aktiviert wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann so die Farbe von der Augenbraue annimmt. Finde ich sehr, sehr cool. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und ihr bekommt auf jeden Fall eine Review, egal ob hier oder auf Insta. Und ich habe hier einfach einen Lip Liner. Ich sage euch, wie es ist. Ich habe ja eigentlich vor, alles aufzuräumen. Aber es ist so warm, vor allem in meinem Schlafzimmer, dass ich wahrscheinlich jetzt erstmal mit dem Kleiderschrank anfange. Es ist einfach viel zu warm, um irgendwas zu machen. Heute ist es nämlich auch einfach viel zu warm, um irgendwas Richtiges zu machen. Deswegen überlege ich gerade, mit was ich anfange. Ich lag nämlich eben noch kurz draußen, wollte mich ein bisschen tannen, aber mit Make-up im Gesicht zu tannen ist ja wirklich die dümmste Idee. Also ich finde es so unangenehm. Ich glaube, ich werde mir meinen Kleiderschrank für abends aufheben, weil ich habe das Gefühl, da kann ich mir dann einfach meine Serie hinstellen und kann das irgendwie ein bisschen so genießen, sogar den aufzuräumen. Aber dieses Zimmer, die Schublade muss sowieso sortiert werden. Ich habe super viel Stuff, den ich überhaupt gar nicht mehr finde, weil der einfach so verteilt hier drin ist und den ich auch deswegen nicht mehr benutze. Deswegen werde ich das auf jeden Fall aufräumen und dann in die Kommode einsortieren. Genauso sieht es aus mit den Sachen hier. Also ich habe jede Menge Masken, jede Menge Sachen, Haarpflegeprodukte, Tanningprodukte, Allgemeinpflegeprodukte und Sachen, die ich auch noch nie ausprobiert habe. Und ich werde wahrscheinlich auch noch ein bisschen was in eine Verlosungsbox machen. Die habe ich euch ja mal gezeigt, diese Zink-Tabletten. Haben mir richtig viele von abgeraten, deswegen werde ich die wahrscheinlich auch einfach wegschmeißen. Das muss auf jeden Fall auch noch gut sortiert werden. Das einzige Problem, was wir mit dieser Kommode haben, wir haben nur 6 Fächer. Dort haben wir 8 Fächer und Nanas Bett, ihr habt es gesehen, auf Insta schon, ist so viel zu groß, aber egal. Deswegen schaue ich erstmal, was ich unbedingt in meinem Schlafzimmer behalten will. Gerade so Make-up-Zeug bleibt auf jeden Fall in meinem Schlafzimmer. Ich werde aber auch nochmal gucken müssen, wie ich das hier mache mit einem Schminktisch oder einfach mit einem Schreibtisch, dass so beides so ein bisschen integriert ist. Aber ich meine, ich werde mir einfach noch einen schönen Tisch holen, der dazu passt, vielleicht mit so goldenen Beinen, weil hier auch noch Gardinen in das Zimmer kommen. Und dann einfach immer so aus meiner Make-up-Schublade alles rausholen. Also werde ich so die ersten 2 Schubladen als Make-up-Schubladen nehmen. Und genau, die anderen Sachen werde ich dann wahrscheinlich in die Kommode räumen, die unter den Fernseher kommt. Weil wir haben sonst eigentlich alles relativ gut verstaut, außer die Badsachen. Da fehlt auch noch so ein Badunterschrank. Weil ich war, to be honest, früher nicht so der Fan von diesen typischen Badunterschränken. Also mir hat das nie so gut gefallen, weil die immer so gleich aussahen. Also ich will nicht sagen, dass meine Einrichtung special ist, weil das ist sie nicht. Aber irgendwie hat nichts so zu den Badfliesen gepasst, weil es halt so beige ist. Und ich habe eben schon, ich zeige es euch mal, ich habe diese All-Matt-Dinger von Essence benutzt. Und das ist eins von vielen. Also bei mir sieht man richtig, wie die sich voller Fett oder voller Öl saugen. Das ist richtig eklig. Also es ist nicht eklig, aber es ist, ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ich würde sagen, ich hole jetzt mal meinen Laptop, mache mir Are You The One an und dann sortieren wir mal die ersten Schubladen meiner Kommode. Leute, meine Kamera ist gerade einfach so ausgegangen, während ich aufgeräumt habe, weil mein Akku leer war, weil ich so viel gefilmt habe. Ich habe jetzt mal kurz die Jalousien runtergemacht, weil es ist so warm in diesem Zimmer. Ich bin hier reingekommen und es war richtig so, wie als würde man im Auto sitzen und dann die Fenster, nee, wie als würde man sich ins Auto setzen, was die ganze Zeit in der Sonne stand. So war das hier in diesem Zimmer. Ich war nur so, Alter. Weil ich habe eben noch ein bisschen Rosinenbrot gesnackt, deswegen war ich kurz im Wohnzimmer. Jetzt bin ich wieder hier reingekommen. Ich dachte mir nur so, Alter, jetzt habe ich hier die Jalousien schon seit einer Stunde unten und es ist hier einfach so warm drin. Und ich bin irgendwie richtig paranoid geworden, seitdem ich diese fetten Spinnen hier in der Wohnung hatte. Also diese, ich glaube es waren 2. Und
Bei der einen hat Arthur die weggemacht und die war zum Glück, das war die zum Glück die größere. Und die andere hing ja da oben in der Ecke. Und dann habe ich die um 2 Uhr nachts gesehen, wo meine Intuition mir gesagt hat, Girl, you got a guest. Und das habe ich euch auch auf Insta gezeigt. Ich habe da übrigens noch ein richtig lustiges Video, wie ich die weggemacht habe. Also falls ihr es sehen wollt, let me know. Auf jeden Fall lief die Aufräumsession nicht ganz so wie geplant, weil mir ist aufgefallen, dass das alles ein bisschen unsinnig ist, was ich mache. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall meinen Schreibtisch mal aufgeräumt. Ich wollte den eigentlich mit meinem Make-up-Entferner richtig sauber machen, weil wie ihr sehen könnt, ich schminke mich ja an dem Tisch. Und hier sind überall so kleine Make-up-Dots. Und die bekomme ich nur mit meinem Augen-Make-up-Entferner weg, der Öl enthält. Aber der ist fast leer und ich muss mich ja heute auch noch abschminken. Ja, ich habe jetzt hier einfach noch so meine All-Day-Everyday-Schminke. Ich habe mir vorhin auf Pinterest ein bisschen Inspo rausgesucht, wie ich die Kommode dekorieren kann. Aber die kommt sowieso nochmal weg. Also die kommt wahrscheinlich dahin, wo die steht. Und hier kommt dann wahrscheinlich der Schminktisch hin, den ich dann irgendwann haben werde. Und mein Bike muss halt auch noch hier hin irgendwie. Also muss ich mal schauen, wie das Ganze wird. Ich habe die Schubladen jetzt nicht eingeräumt, weil ich wollte mir nochmal solche transparenten Teile bestellen, weil die sind so süffig. Ich glaube, ich habe die schon seit ich 14 bin. Ich habe aber die Schubladen schon eingeräumt mit Technikzeug und sowas. Jetzt wird es Zeit für die Wäsche, weil ich muss in einer Stunde oder so los. Und dann gehe ich zu Arthur und meinen Eltern noch. Ja, deswegen will ich die Wäsche bis dahin auf jeden Fall zusammengelegt haben. Arthur hat mir heute Morgen auch einmal die schwarze Wäsche hingelegt, weil der hat wahrscheinlich Socken aus dem Trockner gesucht. Und ich habe eben, wie gesagt, Rosinenbrot gesnackt. So Leute, ihr steht jetzt legit auf meinem Starbucks-Becher. Und ich glaube, das wird nicht funktionieren. Heute ist ein neuer Tag. Und ich hatte eigentlich ganz andere Pläne für diesen Tag. Ich wollte heute Morgen eigentlich in die Stadt gehen, wollte mir ein Starby holen, wollte frühstücken gehen alleine, um einfach so ein bisschen meine Confidence aufzubauen. Weil ich bin ja schon mal, also ich mache das super selten und das ist eigentlich auch voll blöd. Aber ich gehe eigentlich schon gerne mal alleine raus. Vor allem bin ich ja nie wirklich alleine wegen Nala mittlerweile. Aber ich mag das schon und ich kann euch das nur ans Herz legen, auch mal alleine rauszugehen, in die Stadt zu gehen, einen Kaffee zu holen, Kaffee trinken zu gehen, bei eurem liebsten Foodspot essen zu gehen. Das kann nämlich wirklich einem helfen, so ein bisschen selbstbewusster zu werden und das hat mir auch auf jeden Fall geholfen. Und ich wollte heute einfach wieder so einen Tag einbauen und es einfach mal machen. Und ich dachte mir, es passt perfekt, wenn ich heute Morgen aufstehe, weil ich muss heute noch ein paar Sachen erledigen, musste mein Video schneiden. Und dann bin ich gestern mit den heftigsten Bauchschmerzen ever eingeschlafen. Und es wird jetzt so ein kleiner Real Talk, also falls ihr gerade nicht so down seid, mir einfach zuzuhören, dann schaltet den Vlog besser ab. Aber ich habe manchmal das Bedürfnis, auch so kleine Real Talks in Vlogs einzubauen, weil ich mich einfach oft danach fühle. Also falls ihr sowas feiert, könnt ihr mir das gerne mal schreiben, weil ich bin immer so ein bisschen unsicher, ob das die Leute halt nervt. Also euch. Hatte ich dann gestern richtig krasse Bauchschmerzen, war schon so, okay, ich weiß nicht, ob ich den Plan morgen durchziehe, ob meine Bauchschmerzen weg sind, aber nach dem Schlafen ist es meistens so, dass es mir wieder gut geht. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht, war richtig hyped. Und dann habe ich rausgeguckt und es hat geschüttet. Also wirklich mein kompletter Balkon war nass. Es hat die ganze Zeit noch geregnet. Dann bin ich erstmal mit Nala raus, habe geguckt, okay, ist es trotzdem acceptable. Aber es war wirklich, war einfach vorher, als ich wieder in der Wohnung war. Und deswegen habe ich meine Pläne so ein bisschen über Bord geworfen. Mittlerweile hat es sich ein bisschen aufgehellt, aber es ist auf jeden Fall noch wolkig. Und ich bin mir auch sicher, dass es noch regnet, steht auch im Wetterbericht. Aber was ich eigentlich so mir dann heute Morgen gedacht habe und was mich halt irgendwie richtig traurig gemacht hat, ist so das Thema Freundschaften. Und ich will jetzt hier nicht zu deep werden. Ich meine auch sowas schon mal in einem anderen Real Talk Video oder Girls Talk Video angesprochen. Aber Thema Freundschaften ist schon sowas, was mich so mein Leben lang schon so beschäftigt und begleitet, würde ich auch sagen. Und auch durch YouTube habe ich gemerkt, dass es nicht nur mir so geht. Also es geht vielen Leuten so, dass man Struggles hat, wahre Freunde zu finden, dass man Struggles hat, zu wissen, okay, ist das wirklich eine gute Freundin von mir oder ist es eigentlich nicht so? Auch so zu checken, wer wirklich dein wahrer Freund ist oder wer nur gerne mit dir Sachen macht oder dich irgendwie auch ausnutzt vielleicht für ein paar Sachen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich einfach so sehr viel alleine bin. Und an sich bin ich jemand, der super gerne alleine ist. Also ich mag das richtig gerne, Me-Time zu haben. Ich mag das einfach. Aber ich mag es wiederum extrem gerne auch mit Leuten zu sein. Und meistens ist es bei mir so, dass wenn ich alleine bin, dann habe ich das Bedürfnis, mit Leuten zu sein. Und wenn ich mit Leuten bin, habe ich das Bedürfnis, alleine zu sein. Aber es kommt auch immer drauf an, bei wem. Jetzt so bei Arthur oder Hannah oder Selina, da bin ich eigentlich wirklich so, ich enjoy das und will nicht, dass es vorbeigeht. Und das, finde ich, ist auch ein Zeichen, dass eine Freundschaft
dir gut tut. Und klar, bei Arthur ist es noch was anderes. Und ich habe das Gefühl, das Thema Freundschaften ist auch noch mal anders, sobald man in einer Beziehung ist, weil sich da schon einiges verändern kann. Oder wenn deine beste Freundin in einer Beziehung ist oder irgendjemand, den du kennst. Weil ich habe das Gefühl, es verändert sich. Egal, ob man es will oder nicht, aber die Freundschaft verändert sich. Und da ich mit Arthur schon super, super lange Zeit zusammen bin, auch die On- und Offs und wie auch immer, aber er ist einfach sehr lange schon Teil meines Lebens und dadurch haben sich wahrscheinlich auch so, oder hat sich meine Beziehung zu anderen Leuten oder Freundschaften mit anderen Leuten, hat sich einfach verändert. Und das habe ich auch irgendwann akzeptiert, weil ich einfach super gerne damals mit ihm war. Dann habe ich halt natürlich Leute vernachlässigt und dann bin ich aus der Schule gekommen. Dann war Corona und dann habe ich mit YouTube angefangen. Und gerade bei mir ist es so, dass ich ja jetzt keine Tätigkeit habe, bei der ich an einem Arbeitsplatz bin mit 20 anderen und die auch irgendwie kennenlerne. Klar, Arbeitskollegen ist auch nochmal ein anderes Ding und ich bin mir sicher, viele wären auch froh, wenn sie keine Arbeitskollegen hätten, weil das natürlich nicht immer bedeutet, dass man direkt gut ist oder dass es auch Freunde fürs Leben sind, das meine ich gar nicht. Aber ich komme halt nicht so schnell in Kontakt mit Leuten allgemein. Und ich muss auch sagen, ich war schon immer jemand, der nicht viele Freunde hatte und das klingt so traurig und irgendwie habe ich mich auch, also irgendwie bin ich für diese Aussage, schäme ich mich so ein bisschen. Dann habe ich immer das Gefühl, dass es an mir liegt und dass ich irgendwie was falsch mache. Aber mir liegt halt einfach super viel an der Freundschaft. Und ich habe halt auch so ein paar Sachen, die für mich wichtig sind in der Freundschaft. Und das war dann irgendwann, hat sich halt einfach so ergeben, dass es nicht mehr gepasst hat. Und bis halt in letzter Zeit habe ich mich richtig viel mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich halt auch viel alleine war in letzter Zeit. Hannah zum Beispiel ist seit 2 Wochen knapp im Urlaub. Mit der schreibe ich zwar jeden Tag auf WhatsApp, aber es ist was anderes, sich mit Leuten zu treffen, wohin zu gehen, persönlich Zeit miteinander zu verbringen. Und es ist auch gut, wenn man mal jemanden vermisst. Aber es ist auch wirklich umso besser, wenn die Person wieder mit einem ist. Und gerade bei Freundschaften ist es so ein anderes Feeling, als wenn jetzt der Partner im Urlaub war, finde ich. Also klar, bei Arthur ist es immer noch mal irgendwie intensiver. No shade an meine Freundinnen, aber ich glaube, jeder, der in einer Beziehung ist, kann da relaten. Aber ich habe Hannah ultra vermisst und ich bin richtig froh, dass sie jetzt am Wochenende wieder da ist. Selina hat sowieso gerade ihre Uni-Tage und muss arbeiten und sowas. Deswegen sehen wir uns auch nicht so oft. Deswegen kamen auch die letzten Spilling the Chai-Folgen online aufgenommen. Die Qualität ist nicht so gut, aber die wird sich auf jeden Fall wieder bessern, wenn wir uns wieder öfter sehen. Aber ihr Uni-Life hat begonnen, ja. Und to be honest, habe ich auch nicht mehr Freunde, die ich wirklich oft sehe. Also ich habe jetzt zum Beispiel noch Josie und eine andere Freundin, die ich nie nicht als meine Freunde bezeichnen würde, aber da ist einfach zu viel Distanz dazwischen. Und damit meine ich halt wirklich räumliche Distanz, dass man sich halt einfach nicht so oft sehen kann, weil man halt komplett verschiedene Leben führt. Einmal so, was das Zeitmanagement angeht, beziehungsweise was die Zeit angeht, die man miteinander verbringen kann. Der eine kann am Dienstag, der andere nur am Mittwoch und dann sieht man sich halt nicht. Und dazu kommt auch noch, dass die beiden nicht mehr in meiner Nähe wohnen und deswegen ist es sowieso nochmal schwieriger. Beziehungsweise sie wohnen nicht weit weg, aber es ist jetzt nicht so wie Hannah oder Selina. Und irgendwie hat mich dieser Gedanke voll traurig gemacht, weil ich sehe oft so diese Videos oder TikToks oder es kommt nicht immer von Social Media, gerade was dieses Thema angeht. Aber ich sehe so oft Videos von Freundesgruppen oder von Leuten, die wirklich so eine Person haben, seit gefühlt deren Geburt und mit der sie durch dick und dünn gehen. Und natürlich zeigt man meistens nur die guten Seiten und die haben sich auch mal gestritten. Und ich finde, es ist auch voll normal, sich in einer Freundschaft zu streiten. Aber irgendwie war ich so, wieso habe ich sowas nicht? Okay, ich habe jetzt nur was im Auge, nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt anfange zu weinen, aber ich habe die ganze Zeit schon was im Auge. Und dann denke ich mir auch so, okay, vielleicht liegt es wirklich auch daran, dass ich relativ früh in eine Beziehung gekommen bin und Arthur ist schon ein großer, auch zeitlicher Bestandteil meines Lebens. Und es klingt so, als wäre das blöd, aber ich bin dafür mehr als dankbar. Egal für wie viele wahre Freunde, ich würde es nicht eintauschen, aber ich hoffe, ihr versteht meinen Gedankengang und ihr versteht, was ich meine und irgendwie hat mich das voll beschäftigt und ich finde, darüber reden voll wenige und ich habe immer das Gefühl, gerade so im Internet sehen die Leute immer so aus, als hätten die enorm viele Freunde. Ich sehe das in Stories, ich sehe es auf Beiträgen, ich sehe es in TikToks und ich bin immer so, woher nehmt ihr die? Und immer ist alles perfekt und ich denke mir gar nicht, dass alles perfekt ist, weil ich weiß, man streitet sich, das ist menschlich, das ist normal. Natürlich postet man es nicht in seiner Story, außer man ist vielleicht 12 und keine Ahnung, ist sauer. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ich bin dann so oft am Struggeln und jetzt gerade die Zeit, in der ich wirklich wenige Freunde getroffen habe, beziehungsweise eigentlich seit 2 Wochen niemanden außer Arthur oder meine Eltern, ist es halt einfach komisch.
Und ich merke richtig, wie mir einfach was fehlt. Und ich bin einfach sehr froh, wenn sich das wieder so ein bisschen einpendelt, dass wir uns öfter sehen, Hannah und Selina und sowas. Und das wollte ich einfach mal raussprechen, weil ich weiß, es wird sehr vielen so gehen. Und gerade bei mir ist es so, ich habe einen großen Vorteil dadurch, dass ich so flexibel bin. Und dass ich mir immer, wenn eine Person sagt, okay, ich habe jetzt gerade Zeit, dass ich mir die Zeit auch nehmen könnte, weil ich meine Termine und Sachen irgendwie noch schieben könnte und vorarbeiten kann und sowas. Und das ist halt ein sehr großer Vorteil meines Lebens, sage ich mal. Aber das ändert natürlich nichts daran, wenn man nicht viele Freunde hat. Und es geht mir gar nicht so um die Anzahl. Wobei, es geht mir eigentlich jetzt gerade schon um die Anzahl. Weil ich das Gefühl habe, weil die Freundschaften, die ich habe, sind toll, wie sie sind. Und da habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, die Person austauschen zu wollen. Sondern ich habe so das Gefühl, dass ich voll oft einfach zu sehr alleine bin. Wisst ihr, was ich meine? Das klingt so weird, aber ich hoffe, irgendjemand kann relaten. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die auch strugglen, was Freunde angeht, die niemanden haben. Und gerade wenn man, ich denke mal, beziehungsweise ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man Single ist, dass es dann noch schlimmer ist, weil man halt nicht mal diese Bezugsperson hat. Und ich finde, das ändert sich schon extrem, das Thema Freundschaften, wenn man einen Freund hat oder eine Freundin. Auch wenn viele sagen, nee, man kann beides unter einen Hut bekommen, das meine ich gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, es ändert sich trotzdem was. Auch wenn man immer die Zeit gut einteilen sollte für seinen Boyfriend, für seinen Girlfriend und für seine Freunde, die einem wichtig sind, bin ich trotzdem der Meinung, dass sich irgendwie das Verhältnis so ein bisschen ändert. Zumindest war es bei mir so, also falls es bei euch auch so war, schreibt es mir gerne mal. Ich wollte es einfach kurz loswerden. Ich habe das Gefühl, so können es vielen gehen, die vielleicht auch jetzt gerade ein Studium angefangen haben, die auch vielleicht die Schule beendet haben und merken, okay, die Freunde, die ich da hatte, sind jetzt irgendwie nicht mehr so am Start. Und ich kann euch sagen, das ist normal. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, wo alle Schulfreundschaften gehalten haben. Ich sehe es ja selbst. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, und das finde ich sehr cool, wenn sowas hält, der an deiner Seite bleibt, den du noch aus der Schulzeit kennst. Ist sehr nice, aber es ist auch nicht schlimm, wenn es auseinandergeht, glaubt mir. Ich bin mir sicher, viele strugglen, was das Thema Freunde angeht. Und gerade auch so nach Corona und sowas, weil es war eine harte Zeit, auch gerade mit dem Socializen und Kontakte knüpfen und Kontakte behalten. Und gerade wenn man Leute hat, die vielleicht nicht wirklich deine Nachbarn sind, und dann kommt so eine Situation wie Corona oder halt Lockdown oder andere Sachen, Auslandsjahr, irgendwie man fängt ein Studium an in einer fremden Stadt, man zieht aus, man zieht um, sowas kann halt sowas extrem belasten, und deswegen bin ich mir sicher, dass ich nicht alleine bin, aber ich wollte einfach mal meine Gedanken teilen, und falls ihr irgendwas dazu sagen wollt, könnt ihr mir gerne alles dazu in die Kommentare schreiben. Ich werde bei diesem Video ganz aufmerksam die Kommentare lesen und werde auch darauf eingehen. Und ja, ich habe das gerade so ein bisschen als Self-Therapy gebraucht, um euch das so ein bisschen zu erzählen. Und ja, das war mein kleiner Real Talk am Donnerstagmorgen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mein Video zu Ende schneiden, werde es gleich uploaden. Dann werde ich doch nochmal in die Stadt gehen, werde einkaufen gehen und werde mir noch was zu essen machen. Ich habe heute nur mein Porridge gegessen, Und wirklich, no joke, 6 Nudeln. Die waren auf so einem richtig kleinen Teller, wo ich immer Nalas Essen drauf mache, weil ich wirklich die gestern noch mitgenommen habe. Ich habe noch 6 Nudeln übrig und ich schmeiße nichts weg. Wirklich, was ich bestelle, das kommt mit nach Hause, auch wenn da nur noch eine Nudel oder ein Pilz drin ist. Und die habe ich mit nach Hause genommen, habe mir die eben aufgewärmt. Das war so unsatisfying, weil es so wenige waren und ich so Bock auf diese Nudeln habe. Aber ja, so viel dazu. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr solche Real Talks oder irgendwelche Talks in Vlogs auch feiert. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.